Der warme Nachmittag am 13. August 1961, Operation Rose. Erich Honecker, der zukünftige Diktator der DDR, der Verantwortliche für den Bau eines Schutzwalls um West-Berlin. Binnen weniger Stunden werden Familien von ihren Liebsten getrennt. Die Berliner Mauer dient zur Verschleierung fürchterlicher Wahrheiten. Hinter ihr finden Korruption, Unterdrückung und Verletzung der Menschenrechte statt. Die Wahrheit lässt sich jedoch nicht für immer einsperren. Nach 27 Jahren Kampf des Volkes ergibt sich die DDR-Regierung am 9. November 1989 und erlässt den Befehl, das Reiseverbot nach West-Berlin aufzuheben. In völliger Fassungslosigkeit führt der Ansturm der Menschen auf die Mauer zu ihrer Zerstörung und dem Beginn des dominomäßigen Zusammenbruchs des ostkommunistischen Blocks. Mit einer ähnlichen Mauer sind die Schiiten konfrontiert, jedoch bereits seit einem Jahrhundert. Eine Mauer, welche die radikalen Wahhabiten um eine der wertvollsten Stätten der Schia, die Gräber ihrer vier Imame, errichteten. Ist es nicht an der Zeit, die Hoffnung auf Politiker aufzugeben und eine Volksbewegung zur Befreiung des Paris-Friedhofes loszubrechen? Teile uns deine Meinung im Kommentarbereich mit.